is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Unterweisung aus dem himmlischen Heiligtum. Lass uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in vollkommenem Glauben, besprengt in unseren Herzen und los von dem bösen Gewissen. Ich sah in diesem Gesicht in der Nacht, und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, wie eines Menschensohn, und gelangte zu dem, der uralt war, und wurde vor ihm gebracht. Das hier beschriebene Kommen Christi ist nicht seine Wiederkunft der Erde. Er kommt zu den Uralten im Himmel, um Herrschaft, Herrlichkeit und Reich zu empfangen, die ihm am Schluss seines Mitteldienstes übergeben werden. Dieses Kommen ist es, und nicht seine Wiederkunft zur Erde, das in der Prophezeiung vorhergesagt wurde. Und am Schluss der 2300 Tage im Jahre 1844 stattfinden sollte. Begleitet von himmlischen Engeln betritt unser großer hoher Priester das Allerheiligste und erscheint dort vor Gott, um das Untersuchungsgericht durchzuführen und für alle Sünde zu schaffen, bei denen sich gezeigt hat, dass sie zu Recht in den Genuss dieses stellvertretenden Sühneopfers kommen. Möge der Herr uns doch schenken, dass wir erkennen, wie nötig wir es haben, von der lebendigen Quelle des Lebenswassers zu trinken. Seine klaren Ströme werden uns erfrischen und heilen und alle erquicken, die mit uns verbunden sind. Wenn doch nur die Herzen durch den Geist Gottes unbekömmlich gemacht würden. Welch eine Flut himmlischen Lichts würde sich über die Seele ergießen, wenn das Auge nur auf Gottes Herrlichkeit gerichtet wäre. Er, der sprach wie nie ein Mensch zuvor, wirkte auf dieser Erde als Erzieher. Nach seiner Auferstehung war er den einsamen, entmutigten Jüngern auf dem Weg nach Emmaus ein Lehrer, sowie auch denen, die sich im Obergemach versammelt hatten. Er eröffnete ihnen die Schriftstellen, die ihn betrafen, und war die Ursache dafür, dass ihre Herzen in heiliger, auf Gott ausgerichteter Hoffnung wahre Freudensprünge machten. Vom Allerheiligsten geht das großartige Werk der Unterweisung aus. Die Engel Gottes pflegen den Kontakt mit den Menschen. Christus amtiert im Heiligtum. Aber wir folgen ihm nicht ins Heiligtum, wie sie es tun sollten. Christus und die Engel wirken in den Herzen der Menschenkinder. Die Gemeinde droben kämpft gemeinsam mit der Gemeinde hier unten den guten Kampf des Glaubens auf der Erde. Und ganz im Einklang mit Christi Reinigung des himmlischen Heiligtums muss es hier auf der Erde eine Reinigung der Seele geben. Gottes Volk sollte jetzt seinen Blick fest auf das himmlische Heiligtum gerichtet halten, wo unser großer, hoher Priester für sein Volk eintritt. The Lord.